Bitches on the beat, let's go. Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. 50 Cent äußert sich dazu, wer für P. Diddy's Untergang verantwortlich ist. Ja. Boah, jetzt bin ich mehr als gespannt, was da im Video von Halal Gossip gedroppt wird, was sie herausgefunden hat, was sie zu erzählen hat. Ja. Weil, da gibt es ja viele Thesen. Ne? Man sagt ja, mittlerweile Jay-Z ist auf jeden Fall dafür verantwortlich. Ne? Er hat ihn ins offene Messer laufen lassen, damit er komplett raus aus der Sache ist. Aber ob das wirklich so ist und auch so stimmt, wissen wir nicht. Deswegen gucken wir uns das Video an, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und checkt auch mal Halal Gossip ihr Kanal ab. Das Originalvideo oder die Originalvideos sind auch in der Bio verlinkt. Wir gehen rein. Wusstest du, dass es eine richtig... Nathan wird von seinem Friseur 50 Cent genommen. ...dich creepy Verbindung zwischen Diddy, Britney Spears und den Kardashians gibt? Das hier ist einmal Lou Taylor, die Inhaberin der Firma TriStar Sports and Entertainment. Und neben ihr zu sehen, ihre Kollegin Robin Greenhill. Lou Taylor soll... Beide Menschen noch nie in meinem Leben gesehen. ...Diddy seit den 90ern kennen und seine Businessmanagerin sein. Robin Greenhill arbeitet, wie gesagt, in Lou Taylors Firma. Und wenn ihr euch erinnert, gab es vor ungefähr einem halben Jahr diese Klage von Producer Lil Rod gegen Diddy. Und in dieser Klage nannte Lil Rod Robin Greenhill als die Person, die die Frauen ausgezahlt haben soll, mit denen Diddy handelte. Ach krass! Also Diddy hat für sowas sogar Buchhalterin, Alter! Hätte ich mal selber überwiesen. So, auf jeden Fall Big Business, was er da gemacht hat, ne? Wovon ich mich auf jeden Fall distanziere. Staatsgrenzen transportierte. Lou Taylor wurde auch schon öfter als die Person genannt, die dafür verantwortlich sein soll, dass Britney Spears 2008 in eine Vormundschaft gesteckt wurde. Britneys Vater wurde zu ihrem Vormund, das heißt, er hatte komplette Kontrolle über sie. Hinter Britneys Rücken hat sich ihr Dad mit Lou Taylor verbündet, um diese Vormundschaft zu planen. Ihr Dad und Lou Taylor haben Britney dadurch alle Entscheidungen abgenommen. Sie verfügten über ihre Besitztümer, ihr Geld und so weiter. Lindsay Lohans Vater zufolge hat Lou Taylor versucht, auch Lindsay in eine Vormundschaft zu stecken. Und laut Courtney Love hat Lou Taylor versucht, auch sie in eine Vormundschaft zu stecken. Junge, was machen die alle für Filme, ja? Die wollen einfach über den anderen bestimmen, Digga. So wie ich über dich bestimme. Du bist wie weil die. Ich die Vormundschaft, nein, weil du so bist wie die. Weil ich die Vormundschaft merkst über dich du, wie parallel, ja? Ey, Michel hatte einmal wirklich die Vormundschaft über mich, ne? Ja. Digga, er konnte einfach entscheiden, ob ich operiert werde oder nicht. Und das war halt... Die Ärzte haben gesagt, das hat schon viel entschieden, ne? Ja. Das war schon krass, Digga, ehrlich. Als Britneys Vormundschaft 2021 endlich endete, fehlten ihr plötzlich 600 Millionen Dollar. Auf jeden Fall. Oha, Digga, wie geht das? Ja, was machst du mit 600 Millionen? Auf was für Konto hast du das geschoben? Die Leute sind echt krass. Lou Taylor. Was denkt sich eigentlich die Bank, Digga? Kommt danach im Anhang. Ihr das Geld gestohlen haben soll und sie soll es für ihre persönlichen Ausgaben verwendet haben. Ihre Kollegin Robin Greenhill soll Überwachungskameras in Britneys Haus angebracht haben, um sie auszuspionieren. Lou Taylor ist also die Businessmanagerin von Diddy. Sie wird sogar in einer Klage gegen ihn genannt, dass sie die Frauen ausgezahlt haben soll. Sie war auch die Businessmanagerin von Britney während Britneys Vormundschaft. Außerdem soll sie auch dahinter stecken, dass Britney überhaupt in diese Vormundschaft gesteckt wurde. Und sie soll außerdem dafür bekannt sein, mehrere Künstler in Vormundschaften stecken zu wollen. Britney schreibt übrigens heftig in ihrem eigenen... Das ist ja richtig krass, was für ein Ding die da machen, ja? Ja, normal, das ist viel Geld, ne? Ja, klar. Digga, du kannst einfach Vormundschaft von mir haben, Digga, ich habe 1 Milliarde und du nimmst mir die 1 Milliarde weg und ich kann nichts dagegen machen. Weil ich habe, du hast ja meine Vormundschaft und ich habe es ja eingewilligt. Boah, das ist schon echt ein illegales System. Eigenen Buch, das... Die haben echt eine Grauzone gefunden, die richtig gut ausnutzen. Lou Taylor damals ihre Eltern davon überzeugt hat, dass diese Vormundschaft eine gute Idee sei. Und erinnert ihr euch noch an Britneys großen Comeback-Auftritt bei den BMAs 2007? Diese Performance ja, war... Arafat hatte ja auch die Vormundschaft, oder ja doch, die Vormundschaft, ne? Hatte er ja auch, aber er hätte ja nichts draus gemacht. Er hätte ja auch alles machen können, aber hat er eigentlich nicht. Ja. Voll wichtig für sie, weil da war sie gerade frisch von Kevin Federline getrennt und das war so eine richtige Down-Phase für sie. Aber viele waren der Meinung, dass Britney während des Auftritts ziemlich benommen und verwirrt gewirkt hat. Sie war auf jeden Fall nicht sie selbst. Und eigentlich dachte jeder so, okay, das liegt safe an der frischen Trennung von Kevin Federline. Aber es gibt einfach Gerüchte, dass Diddy und Lou Taylor das extra gemacht haben sollen, um Britney zu sabotieren und damit sie schlecht dasteht. Weil das Ganze war ja ein Jahr vor der Vormundschaft. Vor dieser VMA-Performance war Britney anscheinend 3 Nächte hintereinander mit Diddy feiern. Bruder, 3 Nächte hintereinander mit 3 Nächte hintereinander mit Diddy feiern ist auch sehr fatal, ne? Man sagt, diese Partys waren ja so krass, Digga, dass sie Infusionen bekommen haben, ne? Weil der Körper hat das nicht mitgemacht. So. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Und 3 Tage, Digga, 3 Tage hintereinander? Ich will nicht mal wissen, wie lange das geht, ja?
Vor allem, die ballern sich mit Sachen zu. Wie sollen die da schlafen? Die haben bestimmt 6, 7, 8 Stunden durchgemacht. Ballern sich mit Sachen zu. Schwer. Aber Lou Taylor ist nicht nur die Businessmanagerin von Diddy, Britney, sondern auch von Kim Kardashian. Und sie soll sowieso in ganz viele Businesses von Kim, Kylie, Chris und so weiter verwickelt. Von diesen Kardashians halte ich sowieso gar nichts, ehrlich. Da sind auch mit die übelsten Leute, wirklich. Sein. Und hier schließt sich der ganze Kreis dann auch irgendwie, weil erinnert ihr euch noch, als Kanye Kim und ihrer Mutter vorgeworfen hat, dass sie einen Arzt einfliegen lassen und ihn einsperren lassen wollen? Es wird ja auch die ganze Zeit gesagt, dass Kanye deshalb nach der Scheidung von Kim so schnell nochmal geheiratet hat, damit er eben nicht in eine Vormundschaft gesteckt werden kann. Bei allem, was ich euch jetzt erzählt habe, würde es mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn auch bei Kanye Lou Taylor dahinter stecken würde. 50 Cent verrät. Die haben echt viele Leute bekommen, aber Kanye, ey, das war so krass, Mann. Ich vermisse echt diese Zeit, wo Kanye gegen alle geschossen hat und das auch öffentlich gepostet hat. Ey, das war so witzig. Du weißt, wenn Kanye einen Post gemacht hat, ich habe sogar Benachrichtigung aktiviert, ich habe das bei keinem. Wenn du diese Benachrichtigung bekommst, Kanye hat einen Beitrag gepostet, du weißt, er hat Leute beerdigt. Nein, ja, ehrlich so. Leider ist er nicht mehr da. Er ist unter uns. Verrät, wer wirklich hinter Diddys Untergang steckt und warum Diddys Ende erst jetzt kommt. Weil diese ganzen Gerüchte und Vorwürfe gegen Diddy gibt es ja schon seit den 90ern. Aber warum hat es so lange gedauert, bis das FBI Razzien in Diddys Häusern durchgeführt hat und Diddy verhaftet und angeklagt wurde? Gute Frage, warum hat es so lange gedauert? Aber ich habe eine andere Frage an dich. 3 Nächte mit Diddy und 100 Mio bekommen? Oder verfolgt werden von Diddy und er killt deine Fans? Digga, weder noch, Junge. Laut 50 Cent hat Diddy die Hand gebissen, die ihn jahrelang gefüttert hat. Viele von uns kennen Diddy als das Gesicht hinter einer sehr bekannten Luxusgetränkemarke. Kennst du? Ciroc, ne? Oder? Ciroc, ja. Ciroc? Aber wusstest du, dass die Marke ihm gar nicht gehört? Diddy hatte zwar mega den Einfluss auf den Erfolg von Ciroc, aber am Ende stecken noch viel mächtigere Firmen dahinter, wie Diageo, eine sehr einflussreiche Firma aus Großbritannien. Hinter Diageo steht eine Firma, die gefühlt die halbe Welt besitzt. Zu den Top-Aktionären von Diageo gehört einfach... Hast du gesehen? Warte. Zu den Top-Aktionären... BlackRock! Vanguard natürlich auch, aber BlackRock! BlackRock ist auf jeden Fall ein großes Ding, ne? Von Diageo gehört einfach BlackRock. Du weißt schon, dieses Unternehmen, das überall seine Finger im Spiel hat, angeblich. Als Diddy anfing mit Ciroc zu arbeiten, machte die Brand jährlich Minus. Nachdem Diddy das Aushängeschild wurde, haben die deutlich mehr verkauft. Das heißt, Diddy hat maßgeblich zum Erfolg von Ciroc beigetragen. Ja, natürlich, Digga. Er hat für seine eigenen Privatpartys bestimmt so viele Flaschen gekauft, dass irgendwann ein Gewinn sein musste. Ja, Mann. Normal. Diddys Ego kam ins Spiel, das ihn bei all seinen Entscheidungen zu lenken scheint und ihm zum Verhängnis wird. 2013 kauften Diddy und Diageo dann die Brand DeLeon, von der Diddy 50% bekam. Im Mai 2023 verklagte Diddy Diageo dann und warf ihnen vor, dass sie nicht genug in Ciroc und in DeLeon investieren, da sie, Diddy zufolge, die Brands als Urban und Black Brands sehen und deshalb keinen Bock haben. Jetzt krass. Bandeteil. 50 meint nämlich, dass Diddys Warenprobleme begannen, als er die Partnerschaft mit Diageo und DeLeon eingegangen ist. Er sagt auch, man sollte sich mal überlegen, wie viel Macht solche Firmen wirklich haben und dass diese Leute krasse Connections haben und wenn du dich mit den Falschen anlegst, kann aus einem kleinen Zivilprozess ganz schnell ein Strafprozess werden. Der Digga, mit denen ist halt auch kein Spaß, ne? Ja, mit denen ist gar kein Spaß, diese mächtigen Unternehmen, BlackRock und so. Aber BlackRock ist schon sehr mächtig. Digga, also, mit die mächtigsten. Die haben schon viel Einfluss, wenn die wollen. Safe. Die kriegen dich in den Knast, obwohl du nichts gemacht hast. So ist das. Ian Eddie Griffin sagt was Ähnliches. Er meint, Diageo hat BlackRock im Rücken und dass die Branche, in der Diddy aktiv war, sowieso eine krasse Lobby hat. Also Leute mit richtig viel Einfluss. Und er sagt... Diddys Ego gerät außer Kontrolle. Da Diddy bisher immer alles unter Kontrolle hatte, jeder nach seiner Pfeife getanzt hat und niemand ihm was anhaben konnte, dachte er, er hat auch hier das Sagen und bekommt... Ja, das Ding ist, die Leute haben sowieso Gottkomplex, wenn du so ein Diddy bist. Ne? Du denkst, du bist der Übermächtigste. Und dann kommt jemand, der ist noch viel mächtiger als du und du kommst darauf nicht klar. Und du willst ihm widersprechen und willst sein Ding durchziehen und dann zeigt er dir, dass er noch mächtiger ist als du. Indem er keine Ahnung was bei dir macht, ne? Mhm. Diddy verklagte also im Mai 2023 Diageo. Ein paar Monate später, im November 2023, reichte Cassie ihre Klage gegen Diddy ein. Okay, krass. Geht schnell. Man könnte denken, es hat einen Zusammenhang. Nicht schnell. Vor nur 24 Stunden einigte Diddy sich außergerichtlich mit Cassie.
Aber das war egal, weil ab da fing das Ding an zu rollen. Digga, das ist so krass, ne? Januar 2024 wurde bekannt, dass Diddy und Diageo sich geeinigt haben. Etwa weil Diddy klar wurde, dass das Ganze Ausmaße annimmt, mit denen er niemals gerechnet hätte. Und wie viel Macht diese Menschen haben. Du warst auch bei Michael Jackson, ja, mit Sony und so, ne? Das ist schon heftig. Aber Cassie war nur der Anfang, denn die Welle an Klagen, die Diddy losgetreten hat, ließ sich seitdem nicht mehr aufhalten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Diddy jetzt nicht auch seine Strafe für all die Horrortaten bekommt, die er Frauen und Männern wohl angetan hat. Aber ich fand diese Theorien von 50 Cent und Eddie Griffin trotzdem interessant und wollte es mit euch teilen. Auf einmal stand Diddy mitten in einem Skandal, den er nicht mehr kontrollieren konnte, und dieses Mal könnte es sein Ende sein. Heftig, Alter. Da hat er sich wohl mit den falschen Leuten angelegt, ne, die ihm doch zu mächtig waren. Deswegen, man muss echt aufpassen, mit was für Leuten man zusammenarbeitet, ne? Vor allem auch, was die Anforderungen sind für eine Zusammenarbeit. Das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich. Oder mit wem man sich auch anlegen kann. Ja, vor allem in Amerika, ne? Amerika ist halt nochmal ein ganz anderer Film als hier. Meinst du, in Deutschland gibt es... Es gibt bestimmt auch Leute, die sind sehr mächtig so, aber in Amerika... Das ist ja, aber wir reden ja in Deutschland, was interessiert nicht Amerika. Deswegen. Ich rede, glaubst du, hier gibt es nicht so mächtige Leute? Es gibt sehr mächtige Leute, ja klar. Die dich auch so in Knast bringen. Zum Beispiel, ich bin mächtig. Ne? Ja? Einer der mächtigsten. Alles klar. Schreibt eure Meinung zu der ganzen Thematik auf jeden Fall in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Ist das der wahre Grund, warum dieses ganze Ding auf die so geplatzt ist? Oder denkt ihr, da steckt mehr hinter? Wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Haut rein. Peace.